Merhaba, Deutsche Verben Almanca Fiiller bölümüne hoş geldiniz. Bu dersimizde Almanca'da çok kullanılan fiillerden beantworten, abonnieren, sich anmelden, sich abmelden, bestätigen fiillerini öğreneceğiz. Fiillerimize geçmeden önce Almanca'da bulunan altı zamanı kısaca bir hatırlayalım. Präsens, şimdiki zaman ve geniş zamanda kullanılmaktadır. Präteritum, şimdiki zamanın hikayesini anlatmak için kullanılır. Bu zaman yazı dilinde, radyo, TV, kitap, roman, makale vesaire de kullanılır. Perfekt, dili geçmiş zaman, daha çok konuşma dilinde kullanılan geçmiş zamandır. Futur 1, gelecek zaman için kullanılmaktadır. Önceden planlanmamış, gelecekte gerçekleşip gerçekleşmeyeceği kesin olmayan durumlarda, isteklerden ve tahminlerden söz edilirken kullanılır. Futur 2, gelecekte bitmişlik zamanı diyebiliriz bu zamana, yani bir işin belirlenmiş gelecek zaman diliminde bitmiş olması gerektiğini anlatan bir zaman kalıbıdır. Plusquamperfekt, mişli geçmiş zaman veya geçmişin geçmişi olarak düşünebiliriz bu zamanı. Yani geçmişte iki olay oluyor, fakat bir olay diğer olaydan daha önce gerçekleşiyor. İlk fiilimiz beantworten, cevaplamak, yanıtlamak anlamına geliyor. Präsens, ich beantworte, ben cevaplıyorum. Ich beantworte. Ich beantworte. Präteritum. Ich beantwortete. Ben cevaplıyordum, cevapladım. Ich beantwortete. Ich beantwortete. Perfekt. Ich habe beantwortet. Ben cevapladım. Ich habe beantwortet. Ich habe beantwortet. Tekrar edelim. Ich beantworte. Ich beantworte. Ich beantwortete. Ich beantwortete. Ich habe beantwortet. Ich habe beantwortet. Futur 1, ich werde beantworten. Ben cevaplayacağım. Ich werde beantworten. Ich werde beantworten. Futur 2, ich werde beantwortet haben. Ben cevaplamış olacağım. Ich werde beantwortet haben. Ich werde beantwortet haben. Plusquamperfekt, ich hatte beantwortet. Ben cevaplamıştım. Ich hatte beantwortet. Ich hatte beantwortet. Tekrar edelim. Ich werde beantworten. Ich werde beantworten. Ich werde beantwortet haben. Ich werde beantwortet haben. Ich hatte beantwortet. Ich hatte beantwortet. Örnek cümlemize geçelim. Meine Freundin hat meinen letzten Brief noch nicht beantwortet. Arkadaşım son mektubumu henüz cevaplamadı. Tekrar edelim. Meine Freundin hat meinen letzten Brief noch nicht beantwortet. Meine Freundin hat meinen letzten Brief noch nicht beantwortet. Diğer bir örnek cümlemiz, sie hatte sich sehr gut vorbereitet. Deshalb beantwortete sie alle Fragen in der mündlichen Prüfung ohne zu zögern.
Çok iyi hazırlanmıştı. Bu yüzden sözlü sınavdaki tüm soruları tereddütsüz cevapladı. Tekrar edelim. Sie hatte sich sehr gut vorbereitet. Deshalb beantwortete sie alle Fragen in der mündlichen Prüfung ohne zu zögern. Sie hatte sich sehr gut vorbereitet. Deshalb beantwortete sie alle Fragen in der mündlichen Prüfung ohne zu zögern. Diğer fiilimiz abonnieren, abone olmak anlamına geliyor. Präsens, ich abonniere. Ben abone oluyorum. Ich abonniere. Ich abonniere. Präteritum, ich abonnierte. Ben abone oluyordum, oldum. Ich abonnierte. Ich abonnierte. Perfekt, ich habe abonniert. Ben abone oldum. Ich habe abonniert. Ich habe abonniert. Tekrar edelim. Ich abonniere, ich abonniere, ich abonnierte, ich abonnierte, ich habe abonniert, ich habe abonniert. Futur bir, ich werde abonnieren, ben abone olacağım, ich werde abonnieren. Ich werde abonnieren. Futur 2. Ich werde abonniert haben. Ben abone olmuş olacağım. Ich werde abonniert haben. Ich werde abonniert haben. Plusquamperfekt. Ich hatte abonniert. Ben abone olmuştum. Ich hatte abonniert. Ich hatte abonniert. Tekrar edelim. Ich werde abonnieren. Ich werde abonnieren. Ich werde abonniert haben. Ich werde abonniert haben. Ich hatte abonniert. Ich hatte abonniert. Örnek cümlemize geçelim. Ich habe in diesem Monat eine Zeitschrift über Kunst abonniert. Bu ay sanatla ilgili bir dergiye abone oldum. Tekrar edelim. Ich habe in diesem Monat eine Zeitschrift über Kunst abonniert. Ich habe in diesem Monat eine Zeitschrift über Kunst abonniert. Diğer fiilimiz sich anmelden. Kaydolmak, randevu almak anlamına geliyor. Sich anmelden refleksif ve ayrılabilir bir fiildir. Präsenz, ich melde mich an. Ben kaydoluyorum. Ich melde mich an. Ich melde mich an. Präteritum, ich meldete mich an. Ben kaydoluyordum, kaydoldum. Ich meldete mich an. Ich meldete mich an. Perfekt. Ich habe mich angemeldet. Ben kaydoldum. Ich habe mich angemeldet. Ich habe mich angemeldet. Tekrar edelim. Ich melde mich an. Ich melde mich an. Ich meldete mich an. Ich meldete mich an. Ich habe mich angemeldet. Ich habe mich angemeldet. Futur bir. Ich
Werde mich anmelden. Ben kaydolacağım. Ich werde mich anmelden. Ich werde mich anmelden. Futur 2. Ich werde mich angemeldet haben. Ben kaydolmuş olacağım. Ich werde mich angemeldet haben. Ich werde mich angemeldet haben. Plusquamperfekt. Ich hatte mich angemeldet. Ben kaydolmuştum. Ich hatte mich angemeldet. Ich hatte mich angemeldet. Tekrar edelim. Ich werde mich anmelden. Ich werde mich anmelden. Ich werde mich angemeldet haben. Ich werde mich angemeldet haben. Ich hatte mich angemeldet. Ich hatte mich angemeldet. Örnek cümlemize geçelim. Ich habe seit 2 Tagen starke Zahnschmerzen. Ich werde mich heute beim Zahnarzt anmelden. 2 gündür şiddetli diş ağrım var. Bugün diş doktorundan randevu alacağım. Tekrar edelim. Ich habe seit 2 Tagen starke Zahnschmerzen. Ich werde mich heute beim Zahnarzt anmelden. Ich habe seit 2 Tagen starke Zahnschmerzen. Ich werde mich heute beim Zahnarzt anmelden. Diğer bir örnek cümlemiz. Das Kind ist 6 Jahre alt geworden. Die Eltern werden es zur Schule anmelden. Çocuk 6 yaşına bastı. Ebeveynleri onu okula kaydettirecek. Tekrar edelim. Das Kind ist 6 Jahre alt geworden. Die Eltern werden es zur Schule anmelden. Das Kind ist 6 Jahre alt geworden. Die Eltern werden es zur Schule anmelden. Diğer fiilimiz sich abmelden. Sich abmelden, kaydını sildirmek, ayrılacağını belirtmek, bildirmek anlamına geliyor. Bir önceki fiilimizin ters anlamı kısaca. Sich abmelden, refleksif ve ayrılabilir bir fiildir. Präsenz, ich melde mich ab. Ben kaydımı sildiriyorum. Ich melde mich ab. Ich melde mich ab. Präteritum, ich meldete mich ab. Ben kaydımı sildiriyordum, kaydımı sildirdim. Ich meldete mich ab. Ich meldete mich ab. Perfekt, ich habe mich abgemeldet. Ben kaydımı sildirdim. Ich habe mich abgemeldet. Ich habe mich abgemeldet. Tekrar edelim. Ich melde mich ab. Ich melde mich ab. Ich meldete mich ab. Ich meldete mich ab. Ich habe mich abgemeldet. Ich habe mich abgemeldet. Futur 1. Ich werde mich abmelden. Ben kaydımı sildireceğim. Ich werde mich abmelden. Ich werde mich abmelden. Futur 2. Ich werde mich abgemeldet haben. Ben kaydımı sildirmiş olacağım. Ich werde mich abgemeldet haben. Ich werde mich abgemeldet haben. Plusquamperfekt. Ich hatte mich abgemeldet. Ben kaydımı sildirmiştim. Ich hatte mich abgemeldet. Ich hatte mich abgemeldet. Tekrar edelim. Ich
Werde mich abmelden. Ich werde mich abmelden. Ich werde mich abgemeldet haben. Ich werde mich abgemeldet haben. Ich hatte mich abgemeldet. Ich hatte mich abgemeldet. Örnek cümlemize geçelim. Unsere Nachbarn werden in 2 Monaten in eine andere Stadt umziehen. Deshalb werden sie ihr Kind von der Schule abmelden. Komşumuz 2 ay içerisinde başka bir şehre taşınacak. Bu nedenle çocuğunun okuldan kaydını aldıracak. Tekrar edelim. Unsere Nachbarn werden in 2 Monaten in eine andere Stadt umziehen. Deshalb werden sie ihr Kind von der Schule abmelden. Unsere Nachbarn werden in 2 Monaten in eine andere Stadt umziehen. Deshalb werden sie ihr Kind von der Schule abmelden. Son fiilimiz bestätigen, onaylamak, onay vermek, teyit etmek anlamına geliyor. Präsens, ich bestätige. Ben onaylıyorum. Ich bestätige. Ich bestätige. Präteritum, ich bestätigte. Ben onaylıyordum, onayladım. Ich bestätigte. Ich bestätigte. Perfekt. Ich habe bestätigt. Ben onayladım. Ich habe bestätigt. Ich habe bestätigt. Tekrar edelim. Ich bestätige. Ich bestätige. Ich bestätigte. Ich bestätigte. Ich habe bestätigt. Ich habe bestätigt. Futur bir. Ich werde bestätigen. Ben onaylayacağım. Ich werde bestätigen. Ich werde bestätigen. Futur iki. Ich werde bestätigt haben. Ben onaylamış olacağım. Ich werde bestätigt haben. Ich werde bestätigt haben. Plusquamperfekt. Ich hatte bestätigt. Ben onaylamıştım. Ich hatte bestätigt. Ich hatte bestätigt. Tekrar edelim. Ich werde bestätigen. Ich werde bestätigen. Ich werde bestätigt haben. Ich werde bestätigt haben. Ich hatte bestätigt. Ich hatte bestätigt. Örnek cümlemize geçelim. Bitte bestätigen Sie uns schriftlich, dass Sie an unserem Sprachkurs teilnehmen werden. Dil kursumuza katılacağınızı yazılı olarak onaylayınız lütfen. Tekrar edelim. Bitte bestätigen Sie uns schriftlich, dass Sie an unserem Sprachkurs teilnehmen werden. Bitte bestätigen Sie uns schriftlich, dass Sie an unserem Sprachkurs teilnehmen werden. Bu dersimizde beantworten, abonnieren, sich anmelden, sich abmelden, bestätigen fiillerini öğrendik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.